Welchen Altersunterschied akzeptieren die Damen? Das Thema hatten wir mehrmals bei uns bei dem runden Tisch. Der nächste runden Tisch findet an diesem Sonntag statt. Ich schicke noch Newsletter, also nicht verpassen. Das Thema hatten wir mehrmals und immer wenn die Männer diese Frage gestellt haben, haben die Damen geantwortet, 5 bis 10 Jahre Altersgrenze, Schmerzgrenze. Bei manchen war das plus minus 5 Jahre. Aber 5 bis 10 Jahre. Und aus meiner Erfahrung, weil das war die Meinung der Damen und ich beobachte das als global, weil wir haben viele Anfragen, also wir bearbeiten viele Anfragen. Also wirklich bei 5, 10 Jahren Altersunterschied, das ist wirklich funktioniert perfekt. Und je größer Altersunterschied ist, desto mehr Absagen bekommt der Mann. Aber man kann das natürlich mit seinem Steckbrief kompensieren. Wenn die Fotos gut sind, wenn die Texte im Steckbrief gut sind, wenn der Mann wirklich jung aussehen ist und gesund und fit und so weiter und so fort, dann ist auch größerer Altersunterschied möglich. Aber natürlich 20, 25 Jahre, das ist schon krank. Also eigentlich, das ist schon krank. Und je größer Altersunterschied ist, also wenn wir in dieser Grenze sind, 25, 30 Jahre, weil es gibt solche Männer, die zu uns kommen, mit dieser Hoffnung, eine bedeutend jüngere Frau kennenzulernen. Ich sage immer, ab bestimmten Altersunterschied geht es eh in die Richtung Vater und Tochter. Und das heißt, der Mann, der eine Frau sucht, die 30 Jahre jünger als er ist, es wird trotzdem Kommunikation auf verschiedenen Niveaus. Es wird wie ein Vater und Tochter. Und dann wird die Tochter von dem Vater mehr Verständnis erwarten und mehr Großzügigkeit erwarten. Es wird doch nicht wie gleichältrige Dummheiten machen. Auch Dummheiten werden unterschiedlich sein.